Okay, und willkommen zurück hier auf adobelive.com. Wenn ihr diese Videos also diese Livestreams auf YouTube anguckt, kommt bitte rüber auf adobelive.com, weil da ist auch der Chat, da ist auch ein Button, um sich auf den deutschen YouTube-Kanal zu abonnieren, sodass ihr in der Zukunft auch die Nachrichten bekommt, wann wir live sind. Und für die nächsten 2 Stunden bin ich hier mit Rosa Kammermeier und Julia Nimke, Hallo. unsere Adobe Creative Residents, die Hallo. ganz, ganz fleißig waren seit dem letzten Mal. Wann war das? Im Mai? Ja. Im Mai. Ja, Vielleicht können wir das schon. Mikrofon ein wenig runter tun, was ist ein Boom in deinem Gesicht. Ja. Okay, toll. Okay, und hallo wieder im Chat. Okay. Funktioniert der Chat? Ich sag mal schnell was, nur um zu kontrollieren. Hallo zusammen. Oh. Es funktioniert. Okay. Super. Also, wie gesagt, Rosa und Julia sind Adobe Creative Residents jetzt seit Mai. Der letzte Livestream war euer erster Tag bei Adobe Ja, zusammen. das war sehr Ja, und das war noch spannend. in Paris live gestreamt. Das Ja, stimmt. da mit dem Eiffelturm und allem. Aber hier haben wir die Berge. Auch schön. Ja, Und die sind auch deine schön. Und Heimatstadt. ja, und Genau. deine Heimatstadt. Okay, vielleicht wollen wir mal dem Publikum hier erklären, was die Creative Residency ist. Wer möchte das machen? Ja, das machst du immer so gut. Okay. Ja, die Creative Residency ist ein Förderprogramm, das Adobe seit 3 Jahren betreibt. Und das geht 1 Jahr lang und dort werden Künstler verschiedener Richtungen, alles was Illustration, Foto, Video, Grafik, Design angeht, werden 1 Jahr lang unterstützt, finanziell, aber auch in Form von Mentoren, intern und extern. Man geht zu Events, Veranstaltungen, hält auch Vorträge, kann sich austauschen mit anderen Kreativen und macht bei verschiedenen Formaten mit, wie dem Livestream hier auch zum Und macht Beispiel. Spaß. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ja, und Kann Julia ich und wirklich Rosa sagen. waren mit mir auch auf Adobe Max letzte Woche in Las Vegas. Ja. Naja, Max war toll. Las Vegas ist ein wenig Ja, schwieriger, würde ich also sagen. ja, kann nicht so unbedingt unsere Stadt, gell? Nee. Also viel Casino, viel drin, viel Klimaanlage, Die Klimaanlage, viel ja, da trockene wird man Luft. ganz, ganz trocken. Ja. Und was habt ihr auf Adobe Max gemacht? Fang du erst Ich mal an. kann Ja. anfangen, also Ja, soll ich vielleicht, deinen. genau, vielleicht Willst du es bei mir zeige ich sehen das oder geht einfach es bei mal. dir? Jetzt hat es doch Okay. hingehauen. Ist es schon wieder dran? Nein, jetzt. Ist das deins? Ja, genau. Ist das deins? Nee, Nein, das ist meine. das ist Das ist deins. meins. Okay. Da. Ja, genau, also ich habe einfach Ah, mal so ja, mit das ist das. Ja. Spark Warum ist habe ich das da so mal so ein groß? bisschen Warte. was Ist ein wenig zu groß zusammengestellt. geworden. Warte, da muss ich mal was korrigieren schnell. Welcher ist es? Das liegt wahrscheinlich an dem iPad-Format, oder? Ja, warte, ich mache das schnell richtig. Ja. Gucken wir schnell, ob ich das schaffe. Du kannst weiterreden, während ich das mache. Ja, genau. Also ich habe ja nämlich mein Projekt. Das ist der So. Walk of Happiness. Und den habe ich da nämlich auch einfach in diesem Casino habe ich den nochmal gestaltet. Das heißt, dass ich da unterschiedliche Stationen einfach in diesem Casino unterteilt habe. Und das sind halt Stationen mit Sprüchen, die Spaß machen sollen und die Positivität vermitteln sollen. Und somit vielleicht auch, solange man vielleicht da auch vielleicht ein bisschen so von der Stadt ein bisschen gestresst war und von diesem Casino, genau, also sollte es einfach so ein bisschen Spaß machen und ein bisschen Spaß vermitteln und genau, und vielleicht so ein bisschen so ein Schmunzeln auch schon auf Schmunzeln. die
Schmunzeln auf die Lippen, so, so ein bisschen so. Ein Lächelchen. Lächelchen, okay. Ja, genau. Und ich habe jetzt einfach mal so eine Spark-Story einfach mal zusammengestellt. Ja, genau. Also da sieht man so die ganze Stadt oder die Innenstadt von Las Vegas. So sah es halt überall in diesem Casino innen drin aus, also total verrückt, alles super, super viel zu viel geschmückt und viel zu viel von eigentlich Fake Italien. Ja, genau. Ja, genau, also da war ja einfach mal so Venedig nachempfunden. Ja, einfach ja. Im Casino. Im Venetian. Genau, wie man das hier schon so sieht. Da sieht man die Präsentation, da wo die die Keynote? Die, genau, Keynote-Präsentation. Da waren 13.000 Leute. Ja, das waren echt richtig viele Menschen. Mhm. Also das war ein bisschen anstrengend. Ja, genau, und da sieht man jetzt so die einzelnen Stationen, die ich da überall auf dem ganzen Gelände eben inszeniert habe. Ja, die waren überall so verteilt. Was ich dann eigentlich auch sehr schön fand, halt, dass dann auch viele zum Beispiel von sich selber so ein Foto irgendwie gemacht haben und das dann auch ins Internet hochgeladen haben. Ganz viel, ich habe ganz viele davon gesehen auf Instagram und so. Ja. Und das hat mich echt so ein bisschen stolz irgendwie gemacht, so das überall zu sehen. Das war echt, genau, da sieht man noch ein paar mehr. Besonders das ja. ganz riesige da, das rechts oben. Mhm. Ja, genau, also das hier, so das hat man vielleicht nicht so richtig gesehen, das ist ein bisschen, das war vielleicht nicht so auffällig, ja, unauffällig. Ja, genau, und dann habe ich, zum Schluss habe ich auch noch eben diesen Schriftzug habe ich dann noch in echt sozusagen hingemalt. Mhm. Und da konnten wir dann alle Fragen stellen oder zu mir hinkommen und mit mir sprechen. Und ich stand dann da und habe das so Schritt für Schritt habe ich das dann so hingemalt. Hier sieht man so ein paar einzelne Schritte. Mhm. Ja. Ja. Also auf jeden Fall der Rockstar. Das war meine Sicht. Ja, Lettering Rockstar, ja. Ja, ja. Mhm. Voll. Und du hast super viele neue Follower bekommen. Ja, ja, das war echt sehr. Ja, das ist cool, ja. Mhm. Cool. Danke. Und du hast auch einen Max. Ich habe keine Spark Max. Okay. Nee, ich habe das von Rosa hier nur gerade auf. Ah, okay. Die Sache bei mir war, dass ich ja durchweg beim Fotobooth war. Mhm. Und leider gar nicht so die Möglichkeit hatte, groß rumzulaufen und mir die Max anzuschauen. Und ich weiß gar nicht, hast du ein Foto von dem Fotobooth? Nee, ne? Nee. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so ein wirkliches Foto ist. Ja, weil Julia und André, ein anderer Creative Resident von Amerika, die haben für 3 Tage lang nur fotografiert und Double Exposure, Doppelbelichtung Bilder gemacht. Genau. Ja. Und da habt ihr über 1000 Bilder gemacht. Ja, über 1000 Bilder. Also das heißt eigentlich jeder 12. Teilnehmer von der Max hat eine Doppelbelichtung von sich selbst bekommen. Und wir hatten da so einen kleinen Fotobooth. Ich schau mal, vielleicht kann ich euch morgen da ein Foto noch so zeigen. Ja. Genau, oder ich schau mal vielleicht schnell, ob da jemand vielleicht was hochgeladen hat. Das könnte man gucken. Ja, auf jeden Fall hatten wir so ein Fotobooth. Ah, stimmt. Gedreht es sich? Come on. Komm, dreh dich. Ach, will Ach, nicht drehen. Kopf rum. Jetzt. Ich erzähl einfach mal weiter. Hatten wir so ein Fotobooth, wo alle, alle Residents... Instagram will sich nicht drehen. Eigentlich vertreten waren mit ihren Projekten und Andre und ich, wir beide machen ja Fotos, haben einen interaktiven Part dazu beigetragen und
Leute eingeladen, vorbeizukommen und Doppelbelichtung in zwei Stilen machen zu lassen. Das würde ich nachher auch mal zeigen, was das so war und auch wie man es selber machen kann. Und haben die vor Ort gemacht, hatten dann 2 bis 3 Leute, die uns unterstützt haben bei der Bildbearbeitung, also entweder die Residents oder unsere Mentoren oder andere. Wie viele Residents gibt es eigentlich? 6. Die Residents. 6. Wir sind 6, ja. 5 also Frauen. 4 aus Amerika und 2 aus Deutschland. Ganz genau, ja. Ja, und wir haben dann die Doppelbelichtung vor Ort gleich bearbeitet und dann den Leuten am Ende des Tages einen Link zugeschickt und dann konnten sie es suchen. Und was ich mal zeigen könnte, wenn du hast das nicht gefunden, ne? Ja, doch, eigentlich schon, aber bei mir ist es ein bisschen blöd mit meinem iPad. Aber vielleicht mache ich es einfach mal so rum. Aber was ich... jetzt ist meiner geschaltet, ne? Ja. Okay, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram auf Creative Residency als Hashtag schaut, seht ihr schon, gibt es irgendwie 1180 Beiträge. Und zwar haben wir die Leute gebeten, einfach die Doppelbelichtung, die sie zugeschickt bekommen haben, wenn sie Lust haben, zu teilen und den Hashtag Creative Residency zu verwenden. Und ihr seht hier zum Beispiel schon so den einen Stil, den wir gemacht haben. Also wir haben ein Fotostudio aufgebaut, dort eine Porträtaufnahme von der Person gemacht und dann eine Landschaftsaufnahme, die ich gemacht habe, dann als weitere Ebene drüber gelegt. Und den zweiten Stil, den wir hatten, das ist hier den hat André mit ins Spiel gebracht. Das ist einfach nur ein Spiel mit 2 Bildern und mit Kanalmanipulation. Das ist eigentlich auch relativ simpel, zeige ich auch später gerne mal, wie man das macht. Und ja, und da haben ziemlich viele Leute ihre Doppelbelichtungen, die sie gemacht haben, geteilt. Und da kann man sich das mal so ein bisschen anschauen, was es da für Varianten gab. Also hier zum Beispiel bei der Landschaftsaufnahme, es gab so 3 Motive, die man über das Porträt legen konnte. Das haben wir, die Bearbeitung gemacht haben, halt geschaut, was am besten passt bei dem Porträt. Und das war entweder hier so in dem Style, dass ein Wald drüber gelegt wurde oder, wie gerade zu sehen war, die Berge. Und auch beliebtes Motiv war diese Wasserstruktur. Genau. Und das haben wir da 3 Tage gemacht und waren viel beschäftigt. Der Tim fragt gerade, bei 1000 Fotos muss das schon schnell gehen. Habt ihr wahrscheinlich eine Photoshop-Aktion gemacht? Wir haben wir hatten erst überlegt, eine zu machen, aber das Problem vor allem bei der Aufnahme mit den Strukturen ist, dass du dann nicht nochmal das ein bisschen... Musste man schon bewegen. Du musstest es schon ein bisschen anpassen und bewegen. Und teilweise haben wir noch, wenn die Zeit da war, auch noch eine kleine Maske drüber gelegt und die Doppelbelichtung an einer Stelle ein bisschen weniger oder ein bisschen stärker gehabt. Also manuell. Deswegen, genau, es war manuell. Wir haben keine Aktion gemacht. Das war viel Arbeit. Das war schon viel Arbeit, aber zu dritt ging es dann. Mhm. Also wir hatten auch Phasen, wo wir wirklich... die Person hat das Foto bekommen. Dann konntest du weiter zur Editing Station gehen und auch schon schauen, wie dein Foto dort bearbeitet wurde. Und das fanden die meisten, glaube ich, ziemlich spannend, sich anzuschauen. Ja. Genau. Und das war da so unser Booth. Und dann hattest deine Karte von dem Walk of Happiness. Dann gab es irgendwie freie Prints von André und von mir. Und dann Natalie, die auch eine der Creative Residents ist, war auch am Stand, man konnte Fragen stellen. Also es war eigentlich ganz super, um uns mal kennenzulernen und vor allem das Programm an sich. Haben viele gefragt, wie wird man schon Creative viele, Resident? Ja. Das haben sich sehr viele auch dafür einfach stark interessiert und haben uns eine Frage nach der anderen gestellt. Weil nächstes Jahr fängt es ja wieder an hier in Deutschland. Ja, genau. Ab Januar also kann man sich bewerben. Alle da draußen auf sich bewerben. Ja, habt ihr da irgendwie Gedanken oder Tipps? Wie habt ihr das gemacht? Ich habe das eigentlich, ich muss sagen, ich habe das total spontan habe ich das gemacht. Und ich hätte damals niemals irgendwie gedacht, dass ich genommen werde. Aber
Ja, ich weiß nicht, was hat man für Tipps? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wir haben ja auch keine Tipps bekommen. Nee. Nein. Nee, aber ich, man muss auf jeden Fall ein stimmiges Konzept haben. Ja. Das und also etwas, wofür auf jeden Fall das Herz schlägt, weil man wird sich ein ganzes Jahr lang mit einem Projekt befassen. Und dann sollte das auch was sein, wohinter man steht und man richtig Lust drauf hat. Und ja, man muss auf jeden Fall die Idee, die man hat, einfach gut vermitteln können und erklären können, was daran irgendwie schön ist, was die Community irgendwie lernen kann davon, was man selber, wie der Prozess ist, wie man daran arbeitet. Und das sollte man auf eine gute Weise irgendwie als Konzept präsentieren. Ja. Ja, vielleicht können wir ein wenig darüber reden, bevor wir anfangen da zu arbeiten. Wie ist das Projekt? Fangen wir mit dir an, da dein Computer schon da ist. Ja. Und was ist dein Projekt? Fangen wir mal so an. Was hast du uns erzählt, als du Creative Resident werden wolltest? Ja. Und wie sich das dann das Projekt in diesen, was ist es? Sechs Monate, ja. Ich musste zählen. Ja, wir sind jetzt quasi genau in der Mitte. Es hat sich bei mir tatsächlich eigentlich ziemlich genauso entwickelt, wie ich es als Konzept vorgetragen hatte. Und zwar war meine Idee, dass ich ich habe einen Sprinter, einen Camper, den habe ich ausgebaut, und die Idee war, dass ich mit dem Sprinter durch Europa reise und Orte fotografiere, die mit Legenden, Mythen oder Sagen verknüpft sind. Und die Idee war, dass ich mich vor allem auf Landschaftsfotografie fokussiere, weil da so ein bisschen mein Schwerpunkt drauf liegt. Und das habe ich jetzt so im Laufe des halben Jahres noch ein bisschen ausgeweitet, auch auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Porträtfotografie. Mhm. Und das Projekt, also hier so auf der Webseite seht ihr die Startseite quasi von dem Projekt mit einer kleinen Drohnenaufnahme. Was ist die? Das ist julianimke.com und dann / je nachdem ob Deutsche oder Englisch, dann de oder en / folktales. Ah, aber julianimke.com, genau. Und dann kann man auswählen. Ja. Okay. Ja. Ich tue es mal hier rein. Genau, da kann man es dann sehen. Und das ist die Startseite, hier wird nochmal geschrieben, was ich so mache. Und das sieht dann wie folgt aus. Ihr könnt euch die Geschichten, die ich gemacht habe, auf so einer Indexseite anschauen. Und ich bin jetzt in 6 Monate rum. Ich habe angefangen mit Deutschland, weil ich erstmal schauen wollte, ob mein Konzept funktioniert. Mhm. Und zwar gehe ich wie folgt vor. Ich mache so ein bisschen Recherche, bevor ich in die Gegenden fahre, und schaue, was gibt es für Volksgeschichten, Legenden, Mythen in der Gegend. Und fahre dann in diese Gegend und treffe Leute, die dort wohnen. Mache aber vorher keine Termine oder so, sondern versuche einfach wildfremde Personen für mein Projekt zu begeistern. Mhm. Was auf jeden Fall eine kleine Herausforderung ist, weil man einfach Leute für sich gewinnen muss und denen erklären muss, ich habe das und das vor, würdest du daran teilnehmen? Und dann sieht es wie folgt aus. Ich gehe jetzt einfach mal auf die erste Geschichte, die ich gemacht habe. Das hier ist zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Da bin ich auf einen Kartografen gestoßen, der in der Sächsischen Schweiz so gefühlt jeden einzelnen Wanderweg kennt. Und ich habe ihn ausgewählt, weil ich ihn super finde, weil er so einen engen Bezug zu der Gegend hat, in der er lebt. Und habe ihn dann gefragt, ob er Porträts von sich machen lassen würde. Macht immer so eine Art kleines Interview, in dem es dann noch so Informationen zu der Person gibt. Und lasst die Person dann eine Volksgeschichte vorlesen, die mit der Gegend zu tun hat, in der sie selber leben. Und die hier ist jetzt vielleicht nicht das Beste, aber ich kann es auch mal zeigen. Also das Beispiel, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Die steinerne Jungfrau auf dem Tafel. Gibt es Musik? Warte. Es gibt Ton, ja. Okay, tu es mal. Okay.
probieren wir es mal. Da kann ich auch schon mal den Prozess zeigen, wie sich das... Und das geht, warte. Eigentlich gar nicht so schlecht zu zeigen, weil... Ich weiß nicht, ob der Ton kommt. Soll ich mal einen Test machen? Ja. Ah nein, warte, jetzt kommt überhaupt nichts mehr raus. Warte. Ups, jetzt. Okay. Aber wurde das ausgeschaltet? Ist der Ton weg? Hallo, hallo. Nein. Müssen wir jetzt Pantomime machen? Ja, ich weiß nicht. Drücken. Okay. Funktioniert? Halt, halt ohne Ton. Okay. Halt. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht, weil die Kamera hier ist. Achso, ja, stimmt. Gut. Aber wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es ja euch einfach anschauen auf der Webseite. Und warte, der Tim hat mir gerade... Ah, okay. Nur kein Laptop. Okay, okay. Sehr gut. Okay, also ihr hört uns. Die Musik höre ich auch nicht. Aber das haben die Leute bestimmt gern. Okay, so. Genau. Hier kann man sich dann die Geschichte anhören. Bei dem zum Beispiel hatte ich noch kein richtiges Mikrofon. Da kann man auf jeden Fall sehen, wie sich das, würde ich mal sagen, so verbessert hat in den letzten Monaten. Ich habe mir ein Mikrofon zugelegt, mache ordentliche Audio-Sequenzen und bearbeite die dann später und mach das mit jeder Geschichte. Und ich zeig mal einfach noch eine weitere zum Beispiel. Gibt es auch wieder ein Porträt von der Person. Das war eine Whisky-Destillerie in Schottland, die auch so mit Volksgeschichten arbeiten in ihrem Produktionsablauf. Da kann man sich auch die Geschichte zum Beispiel anhören, und wenn du dann weiterklickst auf Fotos, gibt es dann eigentlich das, worauf mein Schwerpunkt noch mitliegt. Und zwar dann die Landschaftsaufnahmen von der Gegend, die so ein bisschen das einfangen sollen, was in der Geschichte auch zu sehen ist. Genau. Und bisher bin ich durch Deutschland, England, Wales, Schottland, Island und Spanien gereist. Und aber nicht alles mit dem Jumper. Stimmt, und USA. Nicht alles, weil Island, das wäre noch eine relativ lange Fährfahrt gewesen. Das habe ich nicht gemacht. Obwohl es auch schön gewesen wäre, mit dem eigenen Auto zu sein. Aber ja, Großbritannien war alles mit dem Sprinter und Deutschland. Und der nächste Trip geht runter in den Süden Richtung Slowenien und Italien. Und da werde ich auch wieder mit meinem Sprinter unterwegs sein. Und Leute suchen, die mir Geschichten vorlesen und die Gegenden fotografieren. Und ich glaube, jetzt so November wird auch ein guter Monat sein, weil es dann alles ein bisschen neblig und noch ein bisschen mystischer schon aussieht. Deswegen könnte das, sehr cool, glaube ich, ganz gut werden. Ja, das ist so im Groben mein Projekt. Und in der Zukunft? In den nächsten 6 Monaten? In den nächsten 6 Monaten kommen noch einige Geschichten. Und alles zusammen, der Plan ist, dass ich eine kleine Ausstellung mache. Eine in Berlin, meinem Heimatort, und eine in San Francisco. Das ist aber noch ganz in den Anfängen. Und ja, weil da auch ein großes Adobe Office ist, die anderen Residents auch dort sein werden und San Francisco eine wunderschöne Stadt ist. Und ja, wir da gestern auch Rosa und ich darüber gesprochen haben, wie schön es wäre, eigentlich da auch nochmal so abschließend zum Ende des Jahres zu zeigen, was man so gemacht hat. Und dann noch einen kleinen Ausstellungskatalog. Deswegen wird es bei mir in der nächsten Zeit nochmal so 3 Monate relativ viel reisen und nochmal produktiv am Projekt arbeiten und dann viel Vorbereitung für Ausstellungen. Für die Ausstellung. Genau. Und das habe ich auch zuvor noch nie gemacht. Das heißt, das wird viel, yay, viel Lernen sein. Ja. Aber, ja, so viel zu meinem. Da wird noch einiges zu tun sein. Da wird noch einiges zu tun sein, ja. Aber cool. Sehr schön. Und du, Rosa? Ja, sollen wir umstarten? Das Walk of Happiness. Ja,
das war mich, dein erstes Projekt Konzept, deine ersten Ideen, das ist, was uns inspiriert hatte. Ja. Ja, genau, aber damals war es ja eigentlich nur so ungefähr so eine Skizze. Und dann habe ich das eigentlich erst so Schritt für Schritt habe ich das eigentlich erst so in den ganzen, in den Gesprächen habe ich dann erstmal ein Projekt entwickelt. Und ja, genau, also da sieht man jetzt meine Projektwebseite. Und ja, man sieht hier einmal die Stadt und die einzelnen Stationen, die so in der Stadt verteilt sind. Und das sind Schaufenster. Und ich habe dann, ich habe dann nämlich Sprüche direkt auf diese Schaufenster platziert. Und genau, wie man das hier schon sieht, also das sind halt eben Sprüche und die, die halt einfach so ein bisschen Spaß vermitteln sollen, weil ich nämlich finde, dass einfach viele, die so in der Stadt spazieren gehen oder die da shoppen sind, also die halt immer total gestresst sind und die sich manchmal vielleicht sogar schubsen gegenseitig und die einfach nur so total fokussiert sind, okay, ich muss jetzt schnell zu meinem nächsten Termin. Und deswegen kam dann nämlich eben so dieses Konzept, okay, wie schafft man es vielleicht so ein bisschen mehr Spaß in die Städte zu bringen und um vielleicht einfach so diese stressige Stimmung so vielleicht so ein bisschen schöner einfach zu gestalten. Ja, genau, und dadurch kam dann halt eben dieses Konzept mit diesen einzelnen Stationen, die man theoretisch auch einfach zu Fuß ablaufen kann. Vielleicht habe ich damals, also vielleicht auch die einzelnen Strecken vielleicht ein bisschen zu weit voneinander vielleicht entfernt gewählt. Deswegen vielleicht jetzt in der nächsten Stadt ist. Ah, und da sagt auf jeden Fall, sagt Thomas Bertschlosser, sowas fällt auch in Berlin. Da sind die Menschen meist motzig. Das ist meine nächste Stadt. Das ist die nächste Stadt. Genau, also da wird mein Projekt jetzt auch als nächstes hinkommen. Mhm. Genau. Cool. Und was für Feedback hast du bekommen von den Leuten, die den Walk of Happiness gemacht haben? Ja, das war echt, also insgesamt war das total super. Und es haben sich alle total irgendwie darüber gefreut. Und ja, also. Es hat scheinbar, mit denen hat es auch viel Spaß gemacht, da mitzumachen. Und cool. Die haben sich auch darüber gefreut, natürlich, dass sie vielleicht so eine kostenlose Dekoration bekommen von ihrem Schaufenster. Und ja, genau, also hat Spaß gemacht. Und nach 2 Stunden mit Mirja kommt die Sinja mit, ich weiß nicht, 3 Tellern und Getränke. Sinja hat Hunger. Okay, super. Super Projekt. Also wie gesagt, das nächste Walk of Happiness ist in Berlin. Genau. Also stay tuned. Vielleicht auch in San Francisco. Das wäre echt super. Aber es ist alles noch unklar. Ja. Haben wir gestern nochmal umgesprochen. Genau. Mhm. Ja. Das waren einfach nur so ein paar verrückte Ideen. Ja. Und Rosa, kommst du auch nach Leipzig? Mal sehen, ob ich das noch alles eben schaffe, weil natürlich 6 Monate sind super schnell. Aber vielleicht wird Walk of Happiness deine Sache und das geht einfach weiter. Ja, genau. Vielleicht mache ich das ja auch noch nächstes Jahr. Also
deswegen ist auch alles offen eigentlich. Das Okay, also wir sind 3 Tage zusammen mit Rosa und Julia. Julia Fotografin, Rosa Lettering Artist. Worauf werden wir arbeiten in diesen 3 Tagen? Ja, genau. Also ich habe mir jetzt mal so ein paar... Ah, das sind auch die, sind die spezialen Moleskin. Sind das Moleskin? Ja, genau. Echt Moleskin? Keine Fake Moleskin? Nee. Echt Moleskin mit rosas Design. Ja, genau, aber das, das sieht man vielleicht hier nicht so richtig. Aber ich habe hier auch noch ein Foto. Ah, genau, drauf. Ja, genau. Genau, so. Das ist dieses... Das ist live Foto vom Moleskin. Ja. Genau. Ist hier eigentlich auch käuflich zu erwerben? Ja, ja, ich glaube schon. Aber ich muss noch mal fragen. Ja, genau. Und ich habe jetzt hier schon mal so ein paar Skizzen habe ich eben gemacht und habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was mache ich? Und vielleicht kann ich wieder zu uns zurückkommen hier. Warte, auf diese Kamera, dann kannst du gleich ein wenig zeigen. Genau, ja. Weiß nicht, ob man das überhaupt irgendwie sieht. Ja, ist nicht schlecht. Man sieht schon was. Ja, habt ihr einfach so mal ein bisschen Unterschiedliches probiert und mich gefragt, ja, was mache ich denn für einen Spruch? Und hab mir dann eben gedacht, weil ja nächste Woche nämlich Halloween ist, habe ich mir gedacht, dazu mache ich das. Schon nächste Woche. Genau. Oh mein Gott. Ja. Ja, genau, und da habe ich jetzt so ein paar Skizzen einfach eben gestaltet und die werde ich jetzt eben dann in Photoshop Sketch, werde ich hier auf meinem iPad noch so ein bisschen die Skizze finalisieren und dann später aber importieren auf meinem Computer und da werde ich dann das mit den einzelnen Faden werde ich den Schriftzug dann finalisieren. Mit Illustrator Sketch. Genau. Okay. Achso. Mit Photoshop. Jetzt fange ich einfach mit Photoshop, okay. Mit Adobe Sketch an. Genau, und dann mache ich jetzt direkt erstmal Adobe Illustrator Draw und Adobe Photoshop Sketch. Genau, und da fange ich jetzt einfach mal mit einer Fläche an. Mein Schriftzug wird so ungefähr ein bisschen quadratisch. Mit Photoshop Sketch, nicht mit Draw? Ja, also... Aber das Skizzen geht besser mit Photoshop Sketch. Und dann Skizzieren. Geht's rüber zu Draw oder direkt zu Illustrator. Ja, direkt zu Illustrator. Genau, und da werde ich dann die einzelnen Pfade, wie ich sie immer so umwandle, werde ich dann umwandeln. Okay, cool. Aber, wie gesagt, also jetzt fange ich erstmal einfach mit der Skizze an und... Und also, ich tue das dann auch hier in einen kleineren, in ein kleineres Ding hier, damit die Leute sehen können, wie du da vorwärts skizzierst. Echt? Nicht mit Draw? Nein. Nee, das mag ich nicht so. Und jetzt, du hast deine YouTube-Seite offen da? Ich habe meine YouTube-Seite gerade noch auf, ja. Weil ich dachte, dass wir... Achso, ist Rosa groß oder bin ich groß? Ich bin du bist groß. Ich bin groß? Ja. Okay. Ich glaube, Rosa ist erstmal spannender. Ah, okay. Okay. Ich würde dann... Dann lassen wir Rosa noch an. Genau. Wenn sie so schön anfängt zu skizzieren. Ich würde parallel dann mal zeigen, wie man die Doppelbelichtung macht, die ich schon gezeigt habe, die wir bei dem Fotobuch gemacht haben. Ich habe ja beim letzten Livestream auch mal so eine Doppelbelichtung gezeigt. Da hatten Rosa und ich dann mit quasi so eine Art Kooperation gemacht und da zusammen dran gearbeitet. Und diesmal machen wir einfach jeder separat so ein bisschen unsere Projekte und zeigen, was wir so machen. Und genau, den ersten Stil, den ich vorstellen würde, hier den guten Herrn habe ich ja schon mal gezeigt.
mit dem ich eine Geschichte gemacht habe für mein Folktales-Projekt. Und anhand dieses Fotos würde ich mal zeigen, wie die Doppelbelichtungen im Fotobuch eigentlich waren. Bei ungefähr das Licht ist so ziemlich das gleiche. Und ich zeige gerne nochmal als Ausgangsbild so den Stil. Genau, den hatten wir beim Fotobuch. Hier seht ihr zum Beispiel auch noch Andre, wie er gerade Fotos macht. Und ja, dafür nehme ich die Aufnahme von dem guten Herrn hier. Exportiere die von Lightroom in Photoshop und macht mir aber erstmal so eine kleine Bildauswahl, die wir dafür verwenden können. Das mit rein. So. Und warum ich jetzt das Foto genommen habe, anstelle von zum Beispiel dem hier, ist, dass um den Stil hier machen zu können, einen weißen Hintergrund benötigen, sodass die Doppelbelichtung auch nur auf der Person sich abzeichnet. Und deswegen habe ich jetzt mal hier die Aufnahme von ihm. Ich habe im Spreewald auch noch eine sehr nette ältere Dame fotografiert, die das würde ich auch einfach mal mit als Material exportieren und vielleicht die Aufnahme von ihr. So. Und ich zeige aber auch mal im Gegenzug, was passiert, wenn man, ich glaube in Schottland habe ich auch noch eine mit dem Hintergrund. Hast du den Hintergrund weggeblitzt? Den habe ich weggeblitzt, ja. Man kann es noch so ein bisschen bei den Aufnahmen durch den Kontrast ein bisschen manipulieren, dass das weniger Doppelbelichtung im Hintergrund zu sehen ist. Das werde ich Ihnen zeigen. Und ich überlege gerade Schottland, England, wo sind hier exklusive Einblicke in meine Reisefotos, in meine Folktales. Mit einigen, die noch nicht veröffentlicht sind, fällt mir dabei gerade ein. Daran arbeite ich noch. Die werden auch bald. In 2 Wochen werden alle Geschichten online sein, weil ich mir das als Ziel gesetzt habe, bevor ich mich auf die nächste Reise begebe, jetzt mal alle Geschichten, es sind insgesamt schon 16 oder 17, dass die alle mal online sind und alle zu hören sind, alle zu lesen sind. Und ich suche gerade, falls ihr euch fragt, was ich mache, suche gerade noch eine Porträtaufnahme, die ich gut verwenden kann, um noch einen anderen Doppelbelichtungsstil zu zeigen. Ich hätte hier auf jeden Fall den guten Herrn. Den würde ich auch noch mit reinnehmen. Die ist auch noch nicht online, die Geschichte, kommt aber ganz bald raus. Und sie, ja, nehme ich auch mit rein. Genau. Und dann brauchen wir als zweites Material noch eine Ebene. Ich zeige jetzt erstmal die Landschaftsvariante, wenn eine Struktur quasi übergelegt wird, und als nächste Variante zeige ich dann, wie man die hier eigentlich macht. Vielleicht. Also was ich immer ganz gut finde als Variante für eine Doppelbelichtung, ist eine Aufnahme, die viel Struktur hat und da eignet sich irgendwie eigentlich ziemlich alles von Berge über Wasser, wie man es hier sieht, bis hin zu Vegetation. Ich glaube, warte mal. Sowas kann man eigentlich auch mal ganz gut nehmen.
das exportiere ich auch mal als Material zum Ausprobieren. Und Strukturen. Finde ich die eigentlich ganz schön. Boah, das sieht ja schon voll, voll gut aus bei dir. Wir sehen diesmal gar nicht die Fragen, die vom Chat reinkommen. Ja, genau, die sehe ich aber. Ist der Chat ist ganz, ganz ruhig. Die sind alle am Essen. Na, okay. Ja, bestimmt. Ganz, ganz ruhig der Chat. Also ja, Fabian Völkel ist gerade eingeschaltet. Mhm. Was geht es hier gerade? Ja. Es geht um Rosa und Julia, unsere Adobe Creative Residents. Und wir haben ein wenig darüber geredet, was die Creative Residency ist und was Rosa und Julia in den letzten 6 Monaten von ihrer Creative Residency gemacht haben. Und jetzt arbeiten wir auf einem Text und auch Doppelbelichtungen mit Julia in Lightroom. Rosa ist schon schön am Skizzieren. Genau, ich habe einfach mal angefangen. Und ich suche gerade noch passende Bilder für die Landschaftsaufnahme raus. Und ich mache Rosa schnell größer ein wenig. Gerne. Da, hier unten. Da passiert die Magie. Ja genau, also wie ich eigentlich immer so starte so mit meinen Skizzen, dass ich eigentlich erstmal mit so einer total groben Skizze erstmal starte und so Schritt für Schritt eben versuche, den Schriftzug so ein bisschen zu finalisieren und so zu schauen, okay, stimmt hier vielleicht noch der Abstand noch nicht so richtig oder sollte man vielleicht nochmal andere Buchstaben vielleicht noch ein bisschen zusammenschieben oder einzelne Buchstaben ein bisschen schwerer gestalten oder Abstände, genau, und deswegen funktioniert das natürlich hier mit Sketch natürlich total super, weil man da einfach verschiedene, also total schnell verschiedene Schichten übereinander setzen kann und theoretisch auch zum Beispiel sagen kann, okay, da kommt jetzt nochmal eine Skizzenebene drüber und ich möchte aber die andere Skizzenebene möchte ich ein bisschen transparenter machen und ja ich finde das echt so, ja, für so Schriften zu entwickeln und Skizzen zu entwickeln, finde ich das echt. Der Knut sagt gerade, was ich nicht verstehe, haben die Projekte einen kommerziellen Auftrag oder Ziel oder handelt es sich um Kunstprojekte? In diesem Fall haben wir... Was meint er jetzt? Also nein, den in diesen Projekten, woran wir arbeiten jetzt. An dem wir jetzt arbeiten, das ist einfach nur zum Spaß. Kunst, also zum Spaß. Genau. Auch die Doppelbelichtungen, die kommen, die haben wir letzte Woche mit über 1000 Leuten in Adobe Max gemacht. Ja. Das war viel, viel Arbeit für Julia und ihre Partners in Crime. Ja. Und Rosa hat auch bei Adobe Max, und Adobe Max ist unsere riesen Designkonferenz und die war dieses Mal in Las Vegas. Da waren 13.000 Kreative von der ganzen Welt zusammen. Ja. Das war echt gigantisch. Ich glaube, ich habe auch noch nie so eine riesige Halle gesehen, wie die, wo die Keynote präsentiert wurde. Das, also ich glaube, da hätte man einen Kilometer von rechts nach links rennen können. Das war unglaublich. Julia ist gerade nach Photoshop rüber. Genau.
Ah, ich sehe gerade hier, sind auch nochmal so Beispiele für die Double Exposures, die wir in den Fotos gemacht haben. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und die Leute standen Schlange, teilweise 10 Minuten, 15 Minuten, um ihr Foto zu bekommen. Das war schon ganz schön anzusehen. So, ich habe da ist ein Kommentar auf Englisch. Mhm. Julia Nimke, brilliant photographer. Special atmosphere, folk taste, photo travel, wonderful idea. Website, very subtle. Subdued emphasizes. Salgado would love her. Wow. Dankeschön. It's a very complex comment. Ja. Thank you very much. Und Robert fragt dich, Julia, welches der Länder, die du bis jetzt besucht hast, hat dir am besten gefallen? Oh. Ah, sowas sind schwierige Fragen. Ich war sehr, sehr stark beeindruckt von Island und habe eigentlich gedacht, also ich habe schon viel Positives von Island gehört und eigentlich, wenn man so viel Gutes hört, dann ist man ja schnell enttäuscht, wenn alle sagen, oh, es ist so toll. Deswegen dachte ich, das ist schon, der Drops ist gelutscht, wie man sagen kann, aber es war wirklich einfach unglaublich schön. Also Island kann ich nach wie vor nur empfehlen, auch wenn schon viele da waren, aber dadurch, dass es, ich war jetzt auch so ein bisschen schon fast in der Nebensaison da, also so Anfang, Mitte September, ja. Man verliert so ein bisschen bei der Residency manchmal das Gefühl für Zeit, weil so viel passiert und man viel unterwegs ist und fliegt und von A nach B reist. Aber genau, ich war im September dort und es war wenig los, weil die meisten einfach schon nicht mehr Island als Reiseziel ausgewählt haben für die Jahreszeit, weil es schon kälter wird. So Museen oder auch Cafés dann schon in die Winterpause übergehen und man, wenn man dort reist, eher ein bisschen größeren Einkauf machen muss, wenn man mehrere Tage vielleicht irgendwie nicht auf ein Café oder einen Supermarkt stößt. Der lange Winter ohne Sonne. Ja, obwohl ich den auch spannend finde und vermutlich nochmal im Januar oder Februar einen kurzen Trip hochmache nach Skandinavien, um die Polarlichter zu fotografieren, weil zu denen gibt es auch viele, viele Geschichten, Volksgeschichten und Erzählungen. Vor allem aber dann so in Lappland, die Sami, die Ureinwohner, die da auch Geister drin gesehen haben. Genau, also auch die dunkle Jahreszeit ist da sehr schön. Und ich hatte tatsächlich das Glück, Polarlichter dort zu sehen und das in einer Zeit, in der es eigentlich noch gar nicht unbedingt sonst zu sehen ist. Schalte ich schnell auf die Rosa drüber, weil deine Frage für dich ist. Rosa, hast du den Apple Pencil schon mit anderen Pens Erfahrungen gemacht, die du empfehlen kannst? Nee, bis jetzt noch nicht, aber vielleicht werde ich das auch noch ausprobieren. Mhm. Ja genau, aber ich habe damit eigentlich auch erst so vor 3-4 Monaten eigentlich erst angefangen. Mhm. Eigentlich gibt es ja hier jetzt auch das Replay drinnen? Ja, genau. Ups, was war das? Wow. Aha, es ist noch nicht drin. Aber ich habe es eigentlich aktualisiert. Aber das müsste eigentlich hier drin sein, gell? Mhm. Ah, vielleicht für Illustrated Raw. Ah, das kann sein. Soll ich mal nachgucken? Ja. Oder guck ich mal kurz, ob ich es aktualisieren muss. Aber eigentlich habe ich das aktualisiert. Müsste ja eigentlich hier angezeigt werden. Hier rüber zu Julia. Ich habe jetzt mal eine Aufnahme geöffnet und habe hier eine kleine Auswahl an möglichen Landschaftsaufnahmen, die man über das Porträt legen kann und würde jetzt einfach mal so ein bisschen zeigen, wie die Wirkung ist,
wenn man die rüberpackt. So, das öffne ich aber auch einfach mal ein paar. Vielleicht hier exportieren. Ach so. Da, ja. Dann müsste das aber auch funktionieren. Sketch, gucken wir mal da. Ja, warte, das will ich zeigen. Das kann ich. Ich gehe mal zurück. So. Das Coole mit eben mit Photoshop Sketch und Illustrator Draw in den letzten Versionen ist, dass man das kann man exportieren als Zeitraffer. Zeitraffer. Okay. Ja, genau. Das wird ein Film. Genau, jetzt kann ich mal abspielen. Ja. Genau, eigentlich müsste das jetzt von Anfang an zeigen. Genau. Ach, cool. Das ist so cool. Das ist wirklich eine coole Funktion. Das kann man leider mit Papier nicht machen. Okay, Thomas, danke fürs Mithören. Und wenn du was Interessantes hörst, kannst du ja immer zuschauen. Boah, das sieht cool aus. Ja. Ja, genau. Mal sehen, wie es dann am Ende aussieht. Und er macht das den ganzen Prozess über? Mhm. Genau, und das, das macht's. Das macht's ja nämlich auch automatisch, gell? Muss man gar nicht extra anfangen. Nein. Sondern wird automatisch immer mitgeschnitten. Nicht schlecht. Okay, willst du dir zurückkommen, Julia? Ja, ich habe jetzt hier mal drei Landschaftsaufnahmen rausgesucht. Das hier mit dem Mount Whitney in Kalifornien im Hintergrund. Eine Wasserstruktur und das war in Wales, Ängstli. Und ich werde jetzt mal so ein bisschen zeigen, was da so für Effekte entstehen, wenn man das einfach als, also macht es einfach per Drag and Drop jetzt als neue Ebene über die Porträtebene. Ich mache die Porträtaufnahme immer in Schwarz-Weiß, um so ein bisschen das noch homogener zu haben und nicht die Hautfarbe noch als weitere Komponente in der Doppelbelichtung zu haben. Und wenn ich dann hier auf die Ebene gehe mit der Landschaft, ist eigentlich relativ simpel. Was ich als Ebenenmodus immer nehme, ist negativ multiplizieren. Im Englischen ist Screen. Habe ich jetzt auch erstmal neu dazugelernt. Wusste ich nicht vorher. Und das ist so. Das ist so der Modus, der am ehesten dem entspricht, wie auch eine Doppelbelichtung in der Kamera wäre, wenn man es mit den beiden Aufnahmen machen würde. Und ich habe damals auch noch mit analog angefangen und versuche das eigentlich immer so natürlich wie möglich zu halten. Und jetzt kann man den Effekt der Doppelbelichtung noch anpassen, indem man zum einen die Grundaufnahme, also die Porträtaufnahme, bearbeitet und zum anderen dann auch noch die Landschaftsebene. Und die oberste Regel ist, dass je dunkler die Partien in der Porträtaufnahme, also in der ersten Ebene, umso mehr sieht man in der Doppelbelichtung dann die zweite Ebene. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel die Hauttöne nimmt, und ich zeige es nochmal, dann sind die Haupttöne ungefähr so 50% grau. So richtig schwarz gibt es jetzt nicht, deswegen werde ich mal den Kontrast ein bisschen verändern von der Aufnahme. Ich zeige es einfach mal ein bisschen drastischer, was passiert mit dem Effekt. Der wird jetzt stärker, weil die Ursprungsaufnahme, ich zeige es einfach nochmal ganz stark, wie es passiert, einfach mehr durchscheint, mehr zu sehen ist. Genau. Wie sie hier einfach mal das krass zeigt. Als Kurve und der Kontrast stärker ist, sieht man, dass es in den Tiefen stärker zu sehen ist als in den Mitten und in den Lichtern. Ich werde es aber mal, weil ich finde, dass es nicht ganz so gut aussieht mit der Aufnahme, mit der Strukturaufnahme mehr anschauen. Die habe ich jetzt auch einfach mal als
anders. Lass die Ebene darunter einfach mal ausgeschaltet und schau mir das mit der Aufnahme an. Sieht auch schön aus. Ziemlich verträumt. Diesen Verlauf. Ja, man gibt so den Verlauf. Also Zitrone 777 fragt, braucht man für Photoshop Sketch neue Photoshop-Versionen wie CC oder würde das auch noch mit einem Photoshop 5.1 gehen? Ich weiß gar nicht, was Photoshop, wie alt ist das? 5.1. Ich weiß nicht. Aber also um Photoshop Sketch und Illustrator Draw zu benutzen, das kann man auch mit deiner nur mit der Adobe ID. Die kann man auch gratis haben, wenn man keine Creative Cloud hat. Aber das Gute mit der Creative Cloud eben ist, dass man dass die Sketch und die Adobe Draw Sachen direkt zu Photoshop und Illustrator rüber schicken kann. Und das alles in Ebenen und das macht es ganz einfach, eben weiter zu arbeiten. Das geht mit Photoshop 5.1 nicht. Was ist die Version von Photoshop? Kannst du mal schnell gucken? Und was für eine Version sind wir jetzt? Für mich ist alles nur noch CC. Ich glaube, das ist einfach nur 2011. CC, okay. Glaube ich nur. Ja. Version 19.0. 19.0. Ja, also ich habe das Update auch erst ganz frisch gemacht. Hm. Das heißt, das müsste die neueste sein. Adobe CC 19.19. Ja, also Zitrone 777, wenn du mit Photoshop und Lightroom arbeitest, Photography Plan. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade meine Mentorin. Deine Mentorin ist da? Steht hier in dem Text drin, Julianne Kost. Ah, die Julianne Kost. Ja. Steht wahrscheinlich auch Terry White drin. Also ich stehe auf denen von Illustrator und InDesign. Ja. Ja. Als ich das erste Mal meinen Namen in diesen Listen hatte, war ich. Glaube ich. Können wir auch probieren, für nächstes Jahr eure Namen da drinnen zu haben. Was müssen wir dafür machen? Das ist klar. Ja, Zitrone 77, okay, war nicht Photoshop 5.1, was? CS, Creative Suite. Ja, und Photoshop war irgendwas mit Version 12. Und Evil Series, ja, Tim, die Julia hat Julianne Kost als Mentorin bekommen. Ja. Das ist ziemlich toll. Ja. Zum Glück nicht ein Russell Brown. Da würdest du verrückt geworden. Aha. Ach ja, es wurde wahrscheinlich schon geschaut, wer mit wem gut zusammenpassen würde. Ja. Genau. Ich habe jetzt hier mal eine Variante gemacht von der Doppelbelichtung, wie es ungefähr so bei unserem Fotobuch aussah. Und was manchmal ganz schön aussieht, ist, das habe ich gemacht, wenn man die Aufnahme also entweder richtig rumlässt, macht man die auch normal, sieht man das Ausgangsfoto und dann wieder den Ebenenmodus auf negativ modifizieren und dann kann man es entweder so rumlassen oder was auch, finde ich manchmal ganz spannend aussieht, ist, wenn man das Foto umzudrehen, 180 ja. Grad dreht und dass den Verlauf quasi andersrum hat. Ich guck gerade mal, ob ich noch eine Aufnahme mit. Das kann ich so schlecht mit Bäumen nehmen. Ich schalte mal rüber auf die Rosa. Mhm. Da sieht man wirklich, wie es vorangeht. Trick ja. Or treat. Ja, genau. Also, ich habe jetzt halt mit so einem Beispiel. Da jetzt noch so ein bisschen eben geschaut, dass ich so das hier so ein bisschen
fülle diese Abstände. Also genau, da sieht man so ein bisschen Abstände. Da habe ich mir dann gedacht, das muss noch irgendwie optimiert werden und habe dann zum Beispiel das hier so ein bisschen weiter nach unten gezogen, wie man sieht. Und ja, genau so hat sich das jetzt Schritt für Schritt ein bisschen nochmal entwickelt. Da habe ich hier unten bei dem Schriftzug versucht, hier nochmal diese Schwünge ein bisschen zu optimieren. Das hat ja am Anfang noch so ausgesehen, da habe ich gefunden, ja, das ist nicht so optimal, wie das da am Ende aufhört. Und ja, genau so entwickelt sich das immer so Schritt für Schritt, eine Ebene über der anderen. Genau, und. Und du hast auch eine ziemlich coole Mentorin. Ja, genau, das ist die Patina Floa. Das ist auch eine echt total berühmte Schriftstellerin. Ja, die war auch mal auf dem englischen Stream mit uns. Ja. Ja, die war jetzt auch schon öfter mit euch auf dem Stream, oder? Ich habe mal. Also mit Max war sie dabei. Angeschaut. Mhm. Genau. Ja, die ist wirklich sehr gut. Und ist auch für mich auch wirklich eine sehr große Inspiration ihrer Arbeit. Vielleicht kann der Tim den Link zu Martina Flors Seite schicken. Die hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, glaube ich. Ja, genau. Ja, die macht auch Pins und Sachen, und Poster, verkauft alles. Richtiges Business Model. um eben mit so Schriftzügen eben, ja, leben zu können. Ja, das wäre natürlich schon schön, wenn ich das mal schafft. Danke, Tim, für den Link. martinaflor.com. Ja. Zu dir zurückkommen, Julia? Ja, können wir machen. Ich, Bäumen. Ja, ich habe jetzt mal mit Bäumen was gemacht und mal geschaut, wie es aussieht, wenn ich einfach eine Maske noch drüber lege, weil so ganz weiß ist es doch nicht gewesen. Ich bin noch so ein bisschen. Ich habe dieses MacBook relativ neu bekommen als Arbeitsmittel und manchmal muss ich noch mit den Shortcuts zurechtkommen. So, wie bin ich denn mal? So, das wollte ich. Okay. Genau, also hier sieht man jetzt nochmal, wie es auch aussehen kann. Mit Bäumen, das ist eigentlich immer eine schöne Struktur und vor allem, wenn es in der Aufnahme, ich gehe mal auf die normale Aufnahme, wenn die Lichter, also wenn du sehr viel Weiß hast und dieses Ausfaden haben möchtest von der Aufnahme, dann eignen sich so ein Grundmaterial eignet sich dafür immer ziemlich gut. Und hast du es halt so, dass die Form des Kopfes sich quasi noch so ein bisschen an diesen Bäumen orientiert. Das wäre eine Bademütze. Stimmt. Ja. Genau, jedenfalls ist das der Stil, den wir gemacht haben. Genau, und wenn es sich halt nur auf die Person beschränken soll, dann
kann man halt auch eine Maske drumlegen, wenn man nicht als Ausgangsfoto eins hat, wo der Hintergrund weiß ist. Und dann kann man genauso gut ja auch einfach nur eine weiße Ebene dann drunter legen, um genau diese Silhouetten-Variante wieder zu haben. Genau, das habe ich jetzt einfach mal fix gemacht. Was auch geht, ist, dass man jetzt zum Beispiel habe ich einfach noch die Ebene hier drüber mit angeklickt. Du kannst natürlich auch irgendwie mehrere Landschaftsaufnahmen ineinander noch also über die Porträtaufnahme legen und nochmal einen anderen Effekt erzielen. Hm. Hier wird es jetzt einfach noch ein bisschen wärmer. Hier hast du diesen Sonnenuntergangsverlauf mit drin oder hier das Blau mit den Vogeln noch mit drin, mit der Wolke. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und ich finde, es macht, macht Spaß, da so ein bisschen rumzuprobieren und einfach zu schauen, was gut aussieht. Und plötzlich ist es richtig. Genau, und dann irgendwann denkt man sich so, ja, genau so lass ich es jetzt. Okay. Ich würde das als Variante jetzt mal... Eine Sache, an die ich gerade gedacht habe, auch mit deinen Landschaftsfotos und so. Du bist ja ein Adobe Stock Contributor. Mhm, möchtest du ein wenig sagen, was das ist? Ja, gerne. Ich kann auch mal schauen, ob ich mein Profil gerade finde. Dann vielleicht kurz, können wir mal kurz zu Rosa rüberschauen. Ja. Da sieht es schon spannend aus. Dann schaue ich mal, dass keine Passwords. Meine Contributor-Seite finde. Ja, also ich habe mich jetzt gefragt, ob das vielleicht noch ein bisschen zu gerade vielleicht ist, weil ja Trick bedeutet ja eigentlich ist dann kein Spaß und ist ein bisschen frech vielleicht, genau, deswegen war von mir gerade so ein bisschen die Frage, vielleicht macht man es ja noch ein bisschen schräger und vielleicht nicht so perfekt, ein bisschen schräg, fett, schmal, noch ein bisschen stärker und damit so dieser verspielte Punkt noch ein bisschen intensiver halt auch mit der Schrift übermittelt wird. Ja. Weil man ja immer auch versucht, mit der Schrift natürlich so eine Stimmung zu vermitteln oder versucht, so ein Gefühl auszudrücken. Konzept, ja. Genau. Das ist ja eigentlich alles, worum es mit einer Schrift geht. Der Knut fragt gerade, ist Rosa auch bei Adobe Stock? Nee. Du konntest nee, bis aber, jetzt, ja? Bis jetzt, genau, bis jetzt weil auch, noch nicht, aber diese ist Schriften auch, könnte ist auch man eine als Vektordateien da verkaufen. Ist auch in Absicht, vielleicht zu den nächsten ein, zwei Monaten. Mhm. Genau, möchte ich das auch mal angehen. Eine ganze Collection. Vielleicht auch einfach so ein paar unterschiedliche Sprüche. Genau, und die man dann auch einsetzen kann vielleicht für für alle möglichen. Auf Adobe Stock gibt es jetzt Fotos, Illustrationen, Vektordateien, 3D-Objekte für Adobe Dimension, Video natürlich. Ja. Ja. Genau. Ich habe mein Profil mal gefunden. Okay. Also das ist das öffentliche Profil, was sich jeder auch anschauen kann bei Adobe Stock. Und da gibt es eine kleine Beschreibung dazu, wer ich bin, den Link zu meiner Webseite und Instagram. Und hier gibt es die Fotos, die die käuflich erwerblich sind bei Adobe Stock. Und? Wie funktioniert's? Und das ist... also ich habe ein paar Sachen schon verkauft. Es funktioniert auf jeden Fall. Cool. Und das sind eigentlich Fotos, die so ein bisschen wie ein... Also man muss ja dann nicht die Fotos verkaufen, die jetzt zum Beispiel in meinem Projekt inkludiert sind, sondern was ich hier bei Adobe Stock habe, ich irgendwie den Schwerpunkt eher auf so ein bisschen Lifestyle gesetzt. Also zum Beispiel, wenn man sich das hier anschaut... das ist jetzt entstanden, als ich in Großbritannien unterwegs war.
Und das ist halt ein Foto, wie ich frühstücke, wenn ich mit meinem Sprinter unterwegs bin. Und sowas sind halt Fotos, die ganz gut funktionieren für, keine Ahnung, Outdoor, Werbung, Magazin, wie auch immer. Hier seht ihr auch eine Doppelbelichtung. Das Coole ist, dass Adobe, also Stockfotografie, ja, auf Adobe Stock überhaupt nicht, wie Stockfotografie aussieht. Ja, und das ist, genau, das war zum Beispiel auch von meinem Trip durch Kalifornien. Ja, das ist eigentlich wirklich ziemlich simpel. Man lädt die Dateien hoch, man taggt sie, beziehungsweise es gibt auch einfach durch künstliche Intelligenz schon Tags, die automatisch entstehen, weil das Foto gescannt wird und geschaut wird, was. Das kann jeder machen mit den eigenen Bildern. Aber jedes Bild wird von einem Menschen kontrolliert, ob es da also JPEG-Artefacts gibt oder irgendwelche Fehler oder ob es halt, aber das Bild gut eigentlich gut ist und so. Genau, die Qualität. Und dann geht es einfach rauf. Und das kann jeder machen. Bilder hochladen und anfangen zu verkaufen. Genau, man muss sich einmal anmelden als Contributor, hat da Kontakt mit jemandem vom Stock-Bereich. Also als Contributor, ich glaube, das ist, du bist eine Level höher, glaube ich, als die normalen Leute. Ah, okay. Also, wenn ich ein Bild rauflade, habe ich keinen Kontakt mit Adobe Stock Leuten. Ah, okay. Da wird mir nur gesagt, angenommen oder nicht angenommen. Ja. I see. Genau, und was man aber beachten muss, wenn Personen drauf sind, dann muss dafür ein Release-Vertrag vorhanden sein, weil du kannst nicht einfach vertragen. Jetzt kann man natürlich fragen, wer legt die Preise für die Bilder fest? Die sind fix. Also da gibt es zwei Pakete bei mir jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt verschiedene Plans. Und bei mir ist der Plan so, könnt ihr sehen, je nachdem, welche Dateigröße man haben möchte. Daran orientiert sich der Preis. Und dann gibt es noch diese Stock, wie heißen die, Sinja? Die Stock Collections? Premium Collection. Zum Beispiel. Die Premium Collection. Die Premium Collection, da können die Fotografen ihren eigenen Preis geben, glaube ich. Ah ja. Ja. Okay. Ja. Und Julia, hast du einen speziellen Vergütungsvertrag? Ich meine, das sind keine Microstock-Preise. Was ist? Einen speziellen Vergütungsvertrag? Also ich habe einen Vertrag auf jeden Fall mit Adobe dafür unterschrieben. Okay, ja. Ah, okay, Knut hat ja die Frage war schon beantwortet. Okay. Ja, und Editorial Collection und Premium. Die Editorial Collection ist auch interessant. Das sind Fotos von, was ist das? Reuters? News, cool. Ja, cool. Ja, Robert, versuche. Mir ist es auch gelungen. Mit einem iPhone-Foto. Oh, ja. Vielleicht sollten wir dein Profil mal sehen. Ja, genau. Nein, ich hab gerade ein Bild drauf. Und ja, genau. Das ist doch. Und das ist ja nicht gerade schlecht, ein bisschen so einen Nebenverdienst einfach zu haben. Mit Fotos, die sowieso vorhanden sind. Und wenn ihr schon da draußen seid, Videos machen, immer. Machst du das auch schon? Ich mache Video. Weil Videos, da wird man. Da kommt echt schnell die Kohle rein. Ja. Video noch nicht bei Adobe Stock. Ich habe jetzt für mein Projekt auf jeden Fall auch Video mit schon gemacht. Ich habe mir eine Drohne gekauft im Juni und habe mit der auch schon viele Aufnahmen gemacht und werde jetzt, sobald ich aus München zurück bin und zu Hause bin, werde ich mein Videomaterial mal durchgehen. Das hat sich schon so angehäuft von den letzten 6 Monaten und ich will auch einen kleinen Film machen zu den ganzen Reisen, die ich insgesamt während des Jahres mache.
Und der hat das auf jeden Fall durchgehen. Der Martin fragt jetzt, Julia, kannst du vielleicht was zu deinen Lightroom-Presets erzählen? Die Farben wirken sehr, sehr VSCO-esk. VSCO, was, wie sagt man das? Von VSCO. Ja, ich habe ein paar von VSCO und habe vor allem aber auch einfach, wie man hier sieht, irgendwie so meine eigenen, die ich mir anlege. Und was mir mal jemand gesagt hat und dann habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich haut das auch ganz gut hin, um das zu beschreiben, ist, dass ich nicht... ich habe zwar schon Kontrast in meinen Bildern, aber nie so unglaublich stark. Also meine Tiefen sind nie komplett schwarz. Und ich glaube, das führt so ein bisschen auch dazu, dass es so den analogen Touch bekommt. Und das kann man eigentlich ziemlich gut... Also hier sieht man ja zum Beispiel gerade mal meine Gradationskurve. Die ist halt kein steiles S, sondern... Wie war das Original da? Das Original war so... Wow, okay. Und dann halt, genau, also ich tendiere dazu halt, eine relativ flache Kurve zu haben, die Tiefen ein bisschen hochzuziehen und die Lichter runter. Das sieht man hier ganz gut. Und ja, das ist es so. Und dann habe ich halt meine Presets und habe dadurch einfach auch einen einheitlichen Look. Obwohl das so ein bisschen reisemäßig, je nach Reise sich unterscheidet, zum Beispiel in Island, habe ich tendenziell, hatte ich das Gefühl, für meine Verhältnisse mal ziemlich kontrastreiche Fotos zu haben. Und ich guck gerade mal. So war die Ausgangsaufnahme zum Beispiel hier. So sah es dann im Endeffekt aus. Und da sieht die Kurve auch ziemlich abgefahren aus. genau. Ich finde, man kann halt einfach super viel vom Look her mit der Gradationskurve machen. Sind das Raw Images? Oder ja, genau, das sind Raw Images. Okay. Genau, ich fotografiere mit einer Canon 5D Mark II. Das fragen sich ja auch die meisten alle. Und ja, genau, so mache ich das. Und ich habe immer so ein bisschen die Sättigung raus. Aber nicht selten hier oben über den Kanal, sondern ich gehe hier unten in die einzelnen Kanäle. Da sieht man zum Beispiel hier beim Grün habe ich die Sättigung ziemlich rausgenommen. Eigentlich sieht man es, dass in vielen, okay, hier ist höher, aber ich gehe halt gerne die einzelnen Farbkanäle durch und schaue da, wie die Sättigung ist. Genau. Mir ist es halt meistens ein bisschen zu knallig und ein bisschen zu kontrastreich als Grundausgabedatei. Deswegen ein bisschen Sättigung runter, etwas flachere Kurve. Die Tiefen höher und die Lichter ein bisschen runter. Vielleicht kannst du einen Preset-Pack machen. Also Julia Nimke Presets. Das stimmt. Da habe ich mit Andre auch kurz drüber gesprochen. Ich glaube, der macht das tatsächlich. Ah ja? Ja. Ist eigentlich nicht so verkehrt, das zu machen. Andererseits, dann haben verschiedene halt den Look, den man selber so ein bisschen hat. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man rumprobiert und so seinen eigenen Stil findet. Aber ich habe die Presets immer als Lernmaterial angesehen. Nicht unbedingt, um den Stil auf die Foto zu tun, aber um zu begreifen, was die Änderungen sind und was gemacht worden ist, um zu lernen, um das dann auch selbst zu machen. Ja, das stimmt. Und Rosa, bei dir geht's voran? Ja, genau so. ich hatte ja, davor hatte ich ja, nämlich noch den etwas geraderen Schriftzug, habe den mir abgeändert und jetzt sieht er mittlerweile so jetzt aus. Also ich habe einfach so ein paar Schrägen noch hinzugefügt.
Genau, damit es so ein bisschen. Ist cool zu sehen, wie du mit Adobe Photoshop Sketch eben fast dieselbe Technik hast, die Martina hat. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Martina ja. macht das mit Papier. Genau, so mit so einem Transparentpapier. Genau. Ebene über Ebene über Ebene über Ebene. Funktioniert natürlich auch absolut. Genauso gut. Ja. Und das Coole war während dem Livestream am Anfang des Jahres oder vielleicht auch letztes Jahr, wahrscheinlich nicht. Aber das findet ihr auf YouTube. Die ersten 2 Stunden waren nur Skizzieren auf Papier. Ja. Das wurde alles mit der GoPro gefilmt. Und ja. Ja, ich meine, ich mache es wahrscheinlich auch noch, bis zum Schluss heute, dass ich einfach diese Skizze finalisiere und dann halt importiere in Illustrator. Ja. Und jetzt irgendwie frage ich mich gerade vielleicht noch, ob man vielleicht hier noch so ein paar einzelne Dekorationselemente vielleicht noch dazu macht, so ein paar Tropfen, die so ruhig. Die Schokolade oder... Was macht ihr denn alle? Alle am Arbeiten und zuhören. Das ist halt Dienstag. Dienstag, ja. Der Stress vom Montag ist schon vorbei. Das stimmt. Kommen wir zurück zu dir, Julia, und ich tue dann auch Rosa da irgendwo in die Ecke. Ich zeig jetzt mal den Stil. So. Nachdem die Doppelbelichtung fertig ist. Ach, wollten wir nicht irgendwas machen, mit dass Leute das auch einreichen können? Mit Doppelbelichtung? Mhm. Ja, können wir machen. Haben wir noch wenig Zeit dafür. Ah, okay. Machen wir morgen. Ich sag's euch, morgen, während dem Stream mit Rosa und Julia, werden wir euch fragen, auch so Doppelbelichtungen zu machen und die dann auf Twitter mit dem Hashtag Adobe Live zu schicken. Und dann wählen wir einen Gewinner für 1 Jahr Creative Cloud Abo. Oh, cool. Ja. Das könntest du ja sein. Wer hat gesagt? Oh wow, jetzt ist das liegt total voll, das Chat. Genau, Robert Bunk hat eben, damit könnte ich mir dann vielleicht die Cloud leisten, wenn er die Fotos auf Adobe Stock tut, ja? Oder? Morgen gewinnen. Über Tango, es gibt Aufzeichnungen, die sind alle dann auf dem deutschen Adobe Deutschland YouTube-Kanal und bleiben dann dort. Und Zitrone 77, Krach, Bum, Bang. Aber ansonsten arbeiten und zuhören. Natürlich zuhören und aufpassen. Aha, Harald, danke. Und Robert ist voll in der Arbeit, nur Stress hier. Aber lieb, dass du uns auf der Seite irgendwo hast. Okay. So, der zweite Stil. Und Robert Bunk, ja, es geht auch. Instagram geht auch. Wir werden Instagram und Twitter kontrollieren. Oder machen wir es nur auf Instagram morgen? Können wir auch machen. Ja, ja? Cool. Ja, das sind ja Fotos. Ja, richtig. Instagram mit dem Hashtag Adobe Live. Das erst morgen, okay? Heute suchen wir niemanden aus. Also los geht's, Leute, ja. Und ihr habt den Trick mitgesehen. Genau. Den Trick, den die Julia auch erst letztens gelernt hat. Mhm. Und hier gibt's Variante 2, also je nachdem. Da sind wir ja schon. Ja, genau. Variante 2, und zwar nochmal, um es zu zeigen, die hier. Dafür braucht man 2 Ausgangsfotos. Ich habe jetzt mal die Aufnahme von dem guten Herrn hier genommen, plus die Aufnahme. Es müssen beide Aufnahmen in Schwarz-Weiß sein.
Und dann, es ist eigentlich nur ein Klick, und zwar klickt man auf die oberste Ebene in den grauen Bereich, also nicht hier auf das Foto, dann wird's. Das ist falsch nämlich. Und auch nicht auf die Schrift, sonst ändert man einfach nur den Ebenennamen, sondern klickt einfach in den Graubereich der Ebene, bekommt dann dieses Dialogfenster und kann dann über die Kanäle, je nachdem welchen man an- oder ausschaltet, diesen Effekt erzielen, dass eine Aufnahme über die andere gelegt wird. Und welcher Effekt da am schönsten aussieht, das kann man einfach entscheiden, indem man ja, die Kanäle an- ausswitcht, schaut, was man am meisten mag. Ich werde jetzt mal der Aufnahme. Ich mache die mal ein bisschen größer. Ich habe jetzt nicht gerade kein besseres Ausgangsmaterial, aber um noch so ein bisschen mehr den Unterschied zu sehen zwischen den beiden Ebenen, hilft es halt, wenn man irgendwie eine Nahaufnahme hat und eine, die ein bisschen weiter weg ist. Und dann zeige ich jetzt nochmal, wie es aussieht, wenn man den Effekt erzielen möchte. So, dann sieht man es nämlich auch ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel kommt es ganz gut raus. Oder auch mit dem Blau. Wenn du den Kopf unten hast, was findest du fast größer? Ich finde eben nichts. Ja. Genau, ich glaube, ich würde es jetzt mal bei der Variante belassen. Dann sieht man nämlich relativ gut beide. Verschieben kann man das aber nicht. Kann man schon, also je nachdem, auf welche Größe man halt das Dokument anlegt. Ich hatte es jetzt einfach nur das Foto an sich geöffnet. Wenn man aber ein kleineres Ausgangsdokument hat als die Fotogröße an sich, dann kann man natürlich noch viel mehr rumspielen. Du kannst auch im Nachhinein ja immer noch die Aufnahme jetzt nicht, aber jetzt habe ich die falsch verschoben. Ich hätte es gerne in den Aufnahmen, wo ein Gesicht auf eine Seite guckt und das andere auf die andere. Ah ja. Ja, ja. Das funktioniert sehr gut. Ich könnte das mal hier einfach ein bisschen zeigen. Genau, ich könnte es mal hier zeigen, was Rufus meint. Ja. Mensch. Und wir haben auch mit Mirja und Sinja vorher auch schnell geguckt, wie Photoshop CC funktioniert, Lightroom CC funktioniert. Hast du das auch schon mal probiert? Würde ich morgen mal ein bisschen vorstellen. Okay, cool. Muss ich nochmal runterladen, weil wenn man so viel unterwegs ist, ist der, ist der Nachteil. Aber das ist Lightroom CC Classic. Das genau, das, womit ich jetzt gearbeitet habe, beziehungsweise das Grundmaterial ausgesucht habe, ist Classic. Und meine Internetverbindung hat es nicht zugelassen. Im Hotel? Genau, das runterzuladen. Da machst du am liebsten hier. Genau, aber ich glaube, ich schaue mal jetzt. Ja, es ist schon runtergeladen. Ich würde morgen das mal ein bisschen vorstellen. Genau, aber runtergeladen. Gut. So, und das ist Doppelbelichtung Stil Nummer 2. Also da könnt ihr... Wow. Das ist die Rezeption. Könnt ihr auch dann... Die Katharina Stolze ist wahrscheinlich angekommen. Naja. Es ist ja fast schon Zeit. Noch 25 Minuten. Ah, verrückt. Wow. Das verrückt. Vergeht immer so schnell. Wo man sich eigentlich immer fragt, oh Gott, was ist ehrlich 2 Stunden eigentlich? Ja. So, ich speichere das auch mal ab. So. Willst du vielleicht noch eine andere Variante mit anderen 2 Bildern machen? Ja. Wie es rauskommt. Ich suche mal Material, vielleicht nochmal zu rosa. Ja. Ja,
Genau, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, vielleicht ob ich hier noch sowas hinzufüge. Oder irgendeine Spritze. Oder vielleicht so einen Rahmen. Genau, da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen probiert. Ich bin mir jetzt auch noch nicht total sicher. Ich muss gerade noch so ein bisschen überlegen, was ich am besten mache. Genau, was ich auf jeden Fall schon mal korrigieren muss, ist so ein bisschen so der Abstand hier. Ist ein bisschen zu groß und natürlich das hier ist ein bisschen too much. Anfangs schon ein bisschen dicker gemacht werden. Für euch, die auch Illustrationen machen, eine ganz, ganz riesige Notiz von letzter Woche bei Adobe Max war natürlich, dass Kyle Webster von Kyle's Brushes jetzt mit Adobe dabei ist. Ja, und alle seine Pinsel sind durch Photoshop verfügbar, sagt man das? Mhm. Ja? Mhm. Und ganz viele davon sind auch, funktionieren auch auf dem iPad und Android in Adobe Photoshop Sketch. Ja? Ja, genau. Ich mache eigentlich auch viel mit denen. Also vielleicht gehe ich gleich mal auf ein anderes Projekt. Zum Beispiel das hier. Mhm. Das habe ich auch mit seinem Pinseln eben gemacht. Also genau. Und da habe ich auch verschiedene Ebenen angelegt. Und nochmal so ein bisschen. Genau. Genau, und das habe ich aber nämlich einfach gestartet mit einem Foto. Wie man sieht, habe ich einfach schnell ein Foto von einer Skizze gemacht und die dann eben noch umgesetzt. Ich finde es auch echt irgendwie schön, wenn man sich nicht so sehr festlegt auf, okay, ich mach meine Skizzen, mache ich nur mit Sketch oder ich mache meine Skizzen. Ja, ja. So, ich finde es schön, wenn man da sehr flexibel ist und abwechseln kann. Genau, genau. Wie man hier da auch sieht, habe ich unterschiedliche Projekte, so, die ich auch alle dann einfach mit unterschiedlichen Ebenen mache. Ja, und das. Machst du? Ich habe noch nie einen Schriftfehler gesehen bei dir. Was passiert das? Dass ein du stundenlang zeichnest und dann plötzlich anstatt Operator sagt das Operator. Oh ja, ja, ich hatte da sogar einen sehr großen Schriftfehler und zwar nämlich hier bei diesem da? Nein. Und das sieht man nämlich auch auf meiner Behance-Seite. Wer hat's gefunden? Nicht ich. Und ich hatte nämlich als erstes hier so diese Skizzen gemacht. Die gerade nicht laden. Genau, und hab die nämlich auch mit Sketch erstmal gemacht und hab mir da dann sehr viel Mühe gemacht, wie man sieht. Bis mir jemand gesagt hat, das stimmt nicht so, wie man jetzt hier sieht. Ah, ja. Genau. Also, das war nicht richtig. Genau, es musste eins runtergerutscht werden und war natürlich, ja, nicht so leicht, dann die ganzen Abstände wieder korrekt hinzubekommen. Also, Doubts wäre auch richtig gewesen. Ah, aber das war ein Zitat. Ah, okay. Und ein Zitate. Nein, Zitate darf man nicht falsch zitieren, genau, deswegen musste ich dann alles nochmal umstellen. Oh weh. Also, es passiert genau, auch dir. Es passiert auch okay. Mir. Muss man eigentlich bei Zitaten irgendwie fragen, ob man das nehmen darf? Das habe ich mich gefragt. Fragen nicht, aber du musst halt dann auf alle Fälle sagen, von dem ja. Das ja. Genau. Ja.
Ich denke, dass das genügt für Zitate. Ja. Das ist ja ein Zitat. Ja. Ja. Und das ist auch in Klammern und alles drum und dran da auf dieser Zeichnung. Stimmt. Sollen wir jetzt zu dir zurückkommen? Mhm, gerne. So, kurz nochmal. Die zweite Variante, die ich auch nochmal zeigen kann, wie das mit den Kanälen aussieht. Hier passt es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Diese zwei verschiedene Gesichtsausdrücke. Eins ist ein bisschen dichter, eins ist ein bisschen weiter weg. Die mache ich jetzt auch einfach wieder bei Schwarz-Weiß, die Aufnahmen. Ein bisschen mehr Kontrast rein. Schon relativ hell. Und ja, und in 20 Minuten geht es dann weiter mit der Katharina. Kate Funkenflug. Katharina Stolze ist um 16 Uhr dabei und arbeitet mit Adobe XD weiter auf ihrem Riesenprojekt Die Sieben Sachen. Das haben wir vor einem Monat angefangen. Die Zeit vergeht so schnell. So. Ja, hier ist einfach nochmal eine zweite Variante, wie das so aussehen könnte. Hier sind andere Kanäle, die an- bzw. ausgekürzt sind. Das habe ich mal abgespeichert und wird die Variante auch abspeichern. Und genauso könnt ihr dann auch einfach auswählen, was. Okay, und für unser Gewinnspiel morgen das eine oder das andere? Ja, genau. Also entweder ne, das mit den Kanälen oder so hier von Anfang mit der Double Exposure und der Landschaft. Genau. Und hier zeige ich mal noch eine komplett andere Version. Wo man nicht quasi nicht die Silhouette, also die Person nicht vor weißem Hintergrund hat, sondern von einem dunkleren in dem Fall und dann eine Landschaftsaufnahme. Oh, das ist schon in dem Moment. Noch eine Landschaftsaufnahme? Ja, das ist toll. Das ist auch keine Vorne. Das war ziemlich schön. Und wenn man es hier in negativ multiplizieren umwandelt, sieht man, dass es dann wirklich so ein. Ja, wie so ein ineinander Übergehen der beiden Motive ist, weil was ich immer mache, ist, ich versuche mir das Motiv dann einfach nur in Helligkeitsstufen vorzustellen und dann ist natürlich klar, dass auch der Hintergrund mit bei der zweiten Aufnahme zu sehen sein wird, weil der einfach dunkel ist. Deswegen zeichnet der sich auch so ab und bleibt quasi nicht auf ihr als Person nur haften. Ja. Und da kann man dann halt noch so ein bisschen rumspielen, wie man es dann haben möchte. Ja. So. Da ist der Unterschied, dass der Hintergrund halt dunkel ist. Genau, das ist der Unterschied. Ja. Sie war übrigens die Letzte, die mir eine Geschichte vorgelesen hat. Eine liebe Isländerin mit einem nicht aussprechbaren Namen. Ich kann mal schauen, wie sie nochmal hieß. Genau. Alle haben plötzlich Island entdeckt als der Vulkan. Ja. Das ganze, die ganzen Flieger, Flugzeuge in ganz Europa blockiert hat. Ah, und was mir auch gerade noch einfällt, das die muss ich mal aktualisieren, aber ich habe auch eine Karte, die man sich anschauen kann, wo man sehen kann, wo die Folktales sind, die ich schon hochgeladen habe. Also fehlen jetzt noch einige, aber wenn ihr auf die Google-Seite geht, könnt ihr raufklicken, seht, okay, das ist die Geschichte Old Man of Store, habt den Link zur Geschichte direkt und könnt euch da die Geschichte anhören und den Text lesen und die Fotos zum Beispiel davon anschauen. Kann ich auch mal empfehlen, da mal hinzureisen.
Und die Dame stand einfach da und hast gesagt, kann ich ein Foto machen? Die war, oh, da war es schwierig. Das war auf, da war ich auf der Isle of Skye und hab nicht so richtig Locals gefunden. Ups, ne? Hast du Elektrik? Ja, ich hab einen Elektroschock bekommen. Deine Haare sind. Ja, mal kurz einmal. ja, da war es ein bisschen schwieriger, Locals zu finden und das war, da war ich schon 3 Tage auf der Insel, beziehungsweise ja, am 3. Tag morgens habe ich sie dann getroffen, auch in einem kleinen Ort. Ich glaube, wenn ich rangehe, müsste man den auch dann sehen können. So, genau, und zwar war nämlich hier die Isle of Skye, da ist Isle of der Old Man of Store und dann kurz bevor es wieder zurückgeht von der Insel, und zwar hier, war ich hier unten in der Gegend und hab dort geschlafen, weil es irgendwie ganz, ganz schön aussah, und hab dann einfach auf Google Maps geschaut, ob da nicht irgendwo ein kleiner Laden ist, und sie hat so ein, sie hat ein kleines Lokal dort, und dann bin ich einfach gleich morgens hin. Das sieht man ja auch auf dem Foto hier. Genau, das ist ja ein Laden, wo sie irgendwie lokale Kleidung verkauft. Ich glaube mit der Wolle der Schafe aus der Gegend. Und dann habe ich sie gefragt. Und sie hat auch, also wenn ihr euch das mal anhört, sie hat einen schönen schottischen Akzent. Sie hat so dieses rollende R, wie es typisch in Schottland ist. Und sie war auch tatsächlich eine Insulanerin, wie man das so nennt. Also sie ist auf Skye geboren und war daher total passend für die Geschichte. Super. Ja, und was ich toll finde irgendwie an den Leuten, die in den Gegenden wohnen, ist, dass sie es alle lieben, in so abgeschiedenen Ecken der Welt zu leben, von so viel Natur umgeben zu sein. Und viele kennen auch irgendwie Volksgeschichten aus der Gegend. Also ich glaube, so vor allem im Norden hat man sich halt früher, es gibt auch so eine Geschichte, die kommt bald, hier, The Pub of Courtney, das war auch zauberhaft. Da habe ich einen Pubbesitzer fotografiert in Yorkshire. Oh, oh Gott, Rose, stirb nicht. Das ist der Trick. Und hab diesen Pubbesitzer fotografiert und der meinte halt, für ihn sind die Geschichten Fernsehen. Also er hat kein Fernsehen, er mag Fernsehen nicht. Dort in der Gegend erzählt man sich Geschichten halt einfach gegenseitig so Mund zu Mund und trägt somit irgendwie die Kultur weiter. Und darum geht es ja auch so ein bisschen in dem Projekt. Und auch einer meiner Lieblinge. Und man hat ja so ein bisschen Insights in die Statistiken, welche Seiten am meisten angeklickt werden auf der Webseite. Und das ist bisher der Favorite. Stonehenge mit Rudi, dem Hippie, den ich da kennengelernt habe. Rudi, dem Hippie. Und der hat halt eine richtig tiefe Stimme, weil er irgendwie so eine Zigarette nach der anderen raucht. Aber es passt super. Und der liest halt vor, warum die Steine dort hingekommen sind. Ist das eine, erzählt er eine erfundene Geschichte oder eine? Das ist eine erfundene Geschichte, genau. Das hat mit Merlin zu tun, dem Zauberer. Mit Merlin, okay. Genau, also Merlin war derjenige, der in dem Fall die Steine dahin gezaubert hat. Genau. ja, aber das war, ist bisher der Favorite. Super. Gehen wir schnell rüber zu Rosa und gucken wir an, wie das da weitergeht. Ja. Immer klarer. Ja, wie man jetzt auch schon sieht, habe ich jetzt auch schon einige Ebenen übereinander angelegt. Genau, und ja, ich würde sagen, ich habe es jetzt dann auch irgendwann. Genau, aktuell sieht es so jetzt aus, und was ich auch immer bei diesen Skizzen sehr, sehr wichtig finde,
ja, dass man es auch trotzdem noch so schattiert. So, damit man so ein Gefühl bekommt, wie schwer so ein Buchstabe später natürlich ist. Solange man natürlich nur, sag ich mal, so eine Skizze natürlich hat, ist es natürlich so das Gefühl, okay, wie schwer wird es später wieder. Auf Englisch sagt man Squint, wie sagt man das auf Deutsch, wenn man so macht? Ja, genau, so abschätzen, Ja, genau, und ich habe hier noch so ein paar Bewegungslinien dazu gemalt, damit es noch so ein bisschen aktiver aussieht. Wo ist jetzt mein... Joe Blob sagt, bin hin und weg, Rosa. So concentrated. Zuerst handpainted, analog sein, Painting, Aktionskunst, nix digi, super Idee, Typografie mit Schwung, manchmal comic-mäßig, einzelne fast New Comics. Was heißt das? Keine. Joe Blogs. Okay, vielen Dank, hört sich nach einem Kompliment an. Kevin fragt aber, woher kommt die Inspiration für den Lettering-Style? Ich habe da total verschiedene Pinterest-Boards, die ich euch auch mal schnell zeigen kann. Und zwar zu verschiedenen Stilen eigentlich. Also so... Was mich auch sehr stark immer fasziniert, das sind so Packagings, so von früher. Weil man sich wirklich früher so noch viel, viel stärker so beschäftigt hat mit den einzelnen Schriften und auch immer versucht hat, so, so eine spezielle Schrift für etwas zu gestalten. Ja, und genau. Sowas inspiriert mich total. Finde ich total spannend. Genau. Und ich habe aber auch total viel unterschiedlich. Also so zu Las Vegas. Also das hat mich da auch irgendwie total fasziniert. Weil es da einfach auch so viele unterschiedliche Schriften so auf diesen ganzen Schildern in der Stadt gab. Genau, da habe ich mir dann auch mal so ein bisschen Inspiration. Also U Comics sagt Underground Comics. Ah, okay, cool. Underground Comics sick. Okay. Genau, dann mache ich hier mal mit meinem Schriftzug. Wie viel Uhr ist es? 48? Das heißt, das wäre eigentlich. Und auch Creative Cloud ist in the house. Adobe Creative Cloud. Wer ist denn Adobe Creative Cloud? Ist das der Michael? Wahrscheinlich. Ja. Genau. Und jetzt schicke ich es einfach mal an meine Programme. Und das, funktioniert einfach hier oben. Da sagt man, öffnen den Applikationen und dann mache ich Illustrator und dann wird es automatisch Illustrator. Und das nächste Mal, wenn du Illustrator deinen Computer aufmachst, dann geht automatisch Illustrator auf. Ja. Und Nightboat isn't here though. Nope. Ja, das macht es schon echt, sehr, sehr praktisch, so dass man auch einfach mal, okay, da mache ich mal schnell eine Skizze, schick die einfach rüber. Beziehungsweise solange ich hier zum Beispiel eine Skizze gemacht habe, mache ich einfach schnell ein Foto mit Capture und schicke das an meine Applikation. Das funktioniert Adobe auch Capture, das ist auch eine coole Sache, wo man, das geht so schnell um Sachen als Vektordateien. Soll ich es auch mal zeigen? Also ich habe Capture auch hier drauf. Hast du Capture darauf? Ja. Weil neu in Capture ist auch so Strukturen und Patterns für 3D-Objekte in Adobe Dimension zu fotografieren. Ja, genau, also das funktioniert halt eigentlich nur mit so richtig
schwarz geschriebenen Schriften oder Illustrationen. Da oben steht es ja: Formen, Typ, Farben, Materialien, Muster und Pinsel. Ja. Genau, und da mache ich jetzt einfach hier, gehe ich da drauf, auf Plus, sage okay, fortsetzen. Genau, und jetzt wird das hier automatisch, jetzt wird ein Abstand ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, da habe ich so ein bisschen unterschiedliche Schriften ausprobiert, hatte da auch mit einem anderen Stift mal ein bisschen so gespielt. Mal auch theoretisch umkehren. Und jetzt versuche ich hier so das möglichst schwarz einzustellen. Dann mache ich einfach ein Foto. Also das ist jetzt gerade schwierig hier mit dem, dass es angesteckt ist, deswegen ist es ein bisschen schräg, aber eigentlich ist es natürlich besser, wenn man es gerade macht. Genau, jetzt habe ich hier den Schriftzug, nehme den Radiergummi und mache die anderen Striche oder das, was übrig ist und das, was ich eigentlich nicht möchte, mache ich weg. Und habe dann zum Schluss nur noch meinen Schriftzug. Also der ist natürlich eigentlich nicht so ideal, weil der... Ja, aber das... Genau, ich habe es einfach nur ganz schnell gemacht. Dann kann ich auch theoretisch sagen, zuschneiden. Und auch drehen. Drehen, genau, weil der war ja schräg. Der war ja schräg, jetzt ja. Jetzt wieder gerade. Nicht auf die Größe zuschneiden. Was ist glätten? Ja, das heißt, dass hier noch die einzelnen Konturen, die ja nämlich noch so ein bisschen unscharf waren. Mhm. Ups. Das wird nicht. Nein. Ah. Oh, jetzt ist. Ja, kann ich nicht mehr zuschneiden. Ja, genau, aber das hat man, glaube ich, schon so ungefähr gesehen. Dann mache ich einfach glätten, speichern. Und genau. Speichere es entweder ab in meiner Bibliothek oder öffne es auch einfach mit Illustrator. Ja, genau. Und so einfach ist das eben und das ist Vektorlatein schon. Genau, das ist total gut, ja. Okay. Warum 3 Sterne? Ich hab gesagt später. Das Coole ist, was ich auch gern habe mit diesen Captures, ist, dass man nicht, wenn ich da reinzoome, sieht man wirklich, dass es Vektoren sind. Die Qualität sind keine Pixels, ja. Sehr cool. Okay, Rosa, Julia. Also heute haben wir mit dir, Rosa, von einer Skizze in Adobe Photoshop Sketch alles parat. Morgen geht's weiter in Illustrator. Mhm. Das Dokument haben wir auch schon geschickt. Richtig. Sollte automatisch aufgehen dort. Und mit dir, Julia? Ich habe heute Doppelbelichtung gezeigt. Okay. Zwei verschiedene Stile. Und werde morgen ein bisschen auf das neue Lightroom eingehen und auf das Classic und vielleicht auch mal so durchgehen, wie ich noch, ich habe es ein bisschen ja schon mal gezeigt, weil die Frage kam, aber wie ich meine Farben in Lightroom mache, wie ich jetzt, wenn ich meine einzelnen Geschichten habe, vorgehe, wie einfach so mein Arbeitsfluss ist, was Bildauswahl, ja. Markierung, Farbe etc. wahrscheinlich eher in Lightroom Classic angeht. Sehr cool. Ja. Okay. Also ich freue mich schon. Morgen 14 Uhr bis 16 Uhr mit Rosa und Julia, unsere Adobe Creative Residence hier in Deutschland. Das ist so cool, dass wir das geschafft haben, dieses Jahr Creative Residence in Deutschland zu haben. Das hat kein anderes Land. Nur Amerika und Deutschland. Mhm. Ja. Und im Januar geht es natürlich weiter. Da suchen wir dann ab. Wann fängt es an? Januar? Dezember? Januar. Genau. Augen offen halten und eben bewerben. Soll es eigentlich nochmal andere Länder gehen? Vielleicht. Wer weiß. Aber Deutschland bleibt bestimmt dabei. Cool. Das weiß ich schon. Wir geben unser Bestes. Und gleich ist Katharina Stolze, aka Funkenflug, dabei und mit Adobe XD arbeitet sie weiter auf ihrem Projekt Die 7 Sachen. Okay? Bleibt da, nicht weggehen, es geht gleich weiter. Tschüss! Ciao!